Rethink Agriculture von Farm to Farm, der Podcast für deinen Boden. Hallo und herzlich willkommen, Johannes Zauner bei diesem Podcast, auch bekannt als Josch Zauner, ist Landwirt aus Niederösterreich und hat etwa vor einem Jahr begonnen, seinen Betrieb umzustellen und verzichtet seitdem vollkommen auf Bodenbearbeitung. Also er ist umgestiegen auf das System No-Till und wir haben schon vor einiger Zeit einmal einen gemeinsamen Podcast aufgenommen und haben uns jetzt entschlossen, wieder zu sprechen über das vergangene Jahr und darüber, welche Erfahrungen er gemacht hat beim Umstieg und bei dem Verzicht auf Bodenbearbeitung, was gut gegangen ist, was nicht so gut gegangen ist. Und deswegen freue ich mich jetzt schon aufs Gespräch. Servus, Josch. Hallo Christoph, danke, dass ich wieder da sein darf. Unsere Zwischenfruchtmischungen gibt es jetzt im Frühbezug. Und zwar bei einer Bestellung ab 100 Kilogramm bekommst du einen Rabatt von 5% auf unsere artenreichen, optimal aufeinander abgestimmten, unsere smarten Zwischenfruchtmischungen. Das Ganze geht bis Ende April. Sicher dir jetzt unsere Aktionspakete und klick unten auf den Link. Also vielleicht fangst du gleich mal an und erzählst uns, wie das letzte Jahr für dich so gelaufen ist. Mhm. Ja, das letzte Jahr für uns war sehr lehrreich, teilweise mit sehr guten Erfolgen, teilweise mit nicht unbedingt schlechten Erfolgen, aber einfach es haben Sachen gut gepasst, es haben aber dann Sachen auch wieder nicht so gut hingehauen, aber im Großteil waren wir sehr zufrieden mal mit den ersten Sachen, die wir probiert haben oder durchgezogen haben. Ja, wir haben circa vor einem Jahr, Anfang April, haben wir gestartet mit der weißen Lupine. Das war so die erste Kultur, die wir in Direktsaat angebaut haben. Das war eigentlich ein Versuch in zweierlei Hinsicht. Das war eine sehr kleine Fläche mit nur 0,6 Hektar, die wir vor kurzem erst übernommen haben und wir da eigentlich mit der Lupine eher einfach mal probieren wollten, ob diese Kultur für unser Gebiet passt, weil wir ein paar Schweinebetriebe in der Nähe haben, die Interesse hätten, das zu verfüttern und selbst sich auch damit probieren. Aber mittlerweile hat jeder eigentlich damit wieder aufgehört. Woran es genau liegt, weiß ich nicht. Bei uns war es so, wir haben eben die Kultur genutzt, um überhaupt einmal Erfahrung mit der Aussaat und mit dieser Drille Erfahrungen zu sammeln. Wir haben da, die Aussaat hat eigentlich sehr gut gepasst, die Ablage hat gepasst. Wir waren dann eigentlich recht zufrieden, der Aufgang war top, also die Reihen der Lupine, die waren sehr schnell sichtbar. Die Kultur hat sich sehr gut etabliert. Wir haben das ja abgefrosten, also eine teilweise winterharte Zwischenfrucht angebaut, es war dann noch ein bisschen Weißkleber noch über und etwas Rocken. Den haben wir mit einem Vorauflauf, also total herbezieht, haben wir das behandelt, weil ja auch bei der Lupine das Problem ist, und da komme ich jetzt zu dem, woran es dann eigentlich, glaube ich, gescheitert ist. Bei der Lupine, es gibt einfach keine Herbizide und deswegen ist diese Kultur im konventionellen als auch im Bio eine ziemliche Herausforderung, einfach aus dem Grund, weil ich jetzt in dem Sinn eigentlich nur mit Glyphosat behandeln kann, weil das die einzige Kultur ist, das einzige Herbizid ist, das möglich ist, da um dann mal den Acker reinzubekommen. Und wenn ich die Bodenbearbeitung machen würde, wäre es noch Spektrum Plus auch möglich, also das man vom Sojaanbau kennt, aber dann war es das auch. Also es gibt kein Nachauflaufherbizid, das zugelassen ist, und selbst nicht zugelassene, wenn man da illegal fahren würde, also mit Sojaherbiziden oder dergleichen, würde man die Lupine damit abtöten. Also die hält überhaupt kein Herbizid aus oder nur ganz geringe Mengen, und mit diesen ganz geringen Mengen würde man dann sowieso wieder Resistenzen fördern und so weiter. Und es war dann irgendwie so, und den ähnlichen Effekt habe ich bei einer Fläche bei Soja auch gesehen, weil das eine Mischung für Mais war, die der Vorstand, also Zwischenfrucht, das war ja ursprünglich nicht geplant, dass wir da Lupinen anbauen, sondern Mais, war die Lupine bis zu einem bestimmten Zeitpunkt unkrautfrei, schön etabliert, und wir dachten, ja, das passt jetzt, das heißt, warten bis zum Dreschen und fertig, und von einem Moment auf den anderen kam eine Unkrautwelle aus dem Nichts, also starke Spätverunkrautung, wo man nichts mehr machen konnte. Und anfangs hat es so ausgesehen, als wie wenn die Lupine das aushält oder überwachsen würde, aber da die scheinbar sehr konkurrenzschwach ist,
war es dann, ist dann irgendwann untergegangen und wir haben dann gesagt, aus, fertig, haben die Reißleine gezogen und das dann quasi notgeerntet mit dem Mulcher. Und haben dann einfach diesen Stickstoff, der da vorhanden war, genutzt und dann Roggen reingesät. Prinzipiell hat mir die Kultur anfangs sehr gut gefallen, aber das Problem war einfach das fehlende Nachauflaufherbizid. Beziehungsweise müsste man die dann ja auch in Reihen anbauen, um sie zu hacken, wenn man das irgendwie mechanisch machen will. Problematisch ist aber dann, dass die Kultur eben so schlecht die Reihen dicht macht, dass das dann wieder problematisch wird mit Spätfunkrautungen. Also das war für mich ein einmaliger Versuch und dabei ist es auch geblieben. Das war die Startkultur. Also das war für uns war es ja eigentlich auch mehr Üben am System. Also das habe ich ja damals auch gesagt. Also wir haben diese Kultur eigentlich auch dafür genutzt, damit wir eigentlich mal wussten, wie stelle ich die Drille mal ein, wie läuft's mit dem Spritbedarf, wie zieht der Schlepper die am Hang und so weiter. Von dem her waren wir eigentlich zufrieden, aber die Kultur selbst hat sich nicht so gut entwickelt. Aber sei es drum, man lernt aus den Fehlern, wie man weiß. Ne? Weiter ging's dann. Also wir hatten ja das Interview, glaube ich, im Juni oder Juli, denke ich, oder sowas. Bis dato habe ich ja, glaube ich, nur Soja angebaut auch gehabt. Also es war noch vor dem Zwischenfruchtanbau, glaube ich, wie wir gesprochen haben. Ja. Und Soja war eine Kultur, also die hat eigentlich durchwegs traumhaft funktioniert in CA, also Conservation Agriculture. Wir haben die bis auf eine Fläche alles in Grünschnittrocken angebaut. Ich habe ja auch damals gesagt, eine Fläche war wirklich im reinen Planting Green, also da ist von der Zwischenfrucht außer im Herbst in Mulchsaat bis zur Soja-Aussaat nichts passiert, außer dass die Zwischenfrucht im Frühjahr oder der Boden einmal gewalzt wurde, einfach aus dem Grund, weil das eben mit Mulchsaat angebaut war und die Fläche ein bisschen ebener gemacht wurde mit der Walze. Aber die Zwischenfrucht ist super weitergewachsen und hat sich dann eben ungefähr hüfthoch entwickelt und in die haben wir dann eben reingesät. Also ich bin mit der Drille gefahren, mein Vater ist hinten mit der Walze, mit der Cambridge-Walze den Roggenboden nahegebracht und zwei Tage später ist noch eben Totalherbizid gefolgt und das war es dann auch bis zum Drusch. Und die eine Fläche, das war direkt vom Hof, das war auch die ertragsstärkste Fläche dann, die hat fast 4,5 Tonnen Sojaertrag gebracht mit 43% Protein und fast 22% Ölgehalt. Also das war wirklich ein Top-Ertrag mit sehr wenig Aufwand. Ohne Herbizid? Nein, mit Herbizid, also ohne Nachauflauf-Herbizid. Es war wirklich nur das Glyphosat notwendig, aus dem Grund, als quasi Absicherung, weil die Zwischenfrucht der Grünschnittrocken durch diesen Anbau in Mulchsaat und nicht mit einer Sätechnik, sondern nur mit einem Streuer, hat sich die Zwischenfrucht auf der Fläche sehr ungleich entwickelt. Also auf der einen Teil der Fläche wäre es wahrscheinlich im Lola-Crimping schon möglich gewesen, weil der Roggen schon die Ähren geschoben hat. Und auf einem anderen Teil der Fläche war er deutlich niedriger und das hätte nicht funktioniert. Und deswegen haben wir das wirklich auch da nicht herausgefordert und sind da einmal drüber gefahren und das war's. Und also quasi eine Herbizidmaßnahme und das war's. Aber im Nachauflauf ist Pulsar Harmony war niemand notwendig und das auf der Fläche nicht. Also wir haben dann, also insgesamt haben wir 6 Schläge Soja gehabt, 5 davon in Grünschnittrocken. Und nur diese eine war wirklich reines Blending Green, also richtige Direktsaat und die anderen 4, die wir eben auch in den Roggen angebaut haben, habe ich im Interview eh gesagt, die haben wir mit einer Kreiselecke im Frühjahr die Fläche nur eben gezogen, weil die eben durch diesen Gruber im Herbst so uneben war und zu locker. Haben wir die dann eben eingeebnet, aber der Roggen ist weitergewachsen. Er war halt um einiges niedriger als der, wo nichts passiert ist, aber es war trotzdem flächendeckender Zwischenfrucht da, grüne, wo wir reingesät haben. Aber weil die eben nicht so dicht war und den Boden nicht so gut abgedeckt war, war auf Teilflächen ein Nachauflauf-Herbizid mit Pulsar Harmony
notwendig. Aber wie man gesehen hat, wenn die Zwischenwucht dick genug ist, kommt keine Verunkrautung mehr. Wenn ich die 5 Flächen zusammenzähle, komme ich auf einen Betriebsschnitt von fast 4 Tonnen Ertrag. Ich hatte nur einen Ausreißer. Ich habe es vorher bei den Lupinen angesprochen. Das war eine Fläche, die eben auch ursprünglich für Mais geplant war, wo dann aber auch Soja hinkam und eben auch eine für Mais gedachte Zwischenfrucht stand, die großteils abgefrostet war. Da haben wir reingesät, das hat super funktioniert. Nur kam dann genau zur selben Zeit ungefähr wie bei der Lupine diese Verspätverunkrautung. Und den Soja, den haben wir fast nicht erhalten. Das ist noch dazu einer unserer schlechtesten Standorte. Also da sind wir generell mit dem Ertrag immer ein wenig gedeckelt. Also Maiserträge sind nicht sonderlich gut. Also ein sehr trockener Standort, vielleicht 40 cm Oberboden, wenn überhaupt. Und darunter ist das Ausgangsmaterial, also Granit. Und da sind wir dann eben nur, also in manchen Gebieten freuen sich die Leute schon über so einen Ertrag, aber nur auf 2000 Kilo Soja gekommen, das uns dann den Gesamtschnitt ein bisschen verhaut hat, aber sei es drum, also wir haben dann eben wieder Erkenntnis bekommen, weil eben das die einzige Fläche war, die wirklich spät verunkrautet ist, stark spät verunkrautet. Bei den anderen Flächen waren es halt wirklich nur Nester, wo die Zwischenfrucht zum Beispiel durch Mäuseschäden oder durch schlechten Aufgang durch diese Grubersaat einfach undicht waren. Dort ist dann eben Gänsefuß oder Hirse gekommen und auf den Großteil der Fläche, wo wirklich diese Matte an Zwischenfrucht drüber lag, ist nichts gekommen. Und das war richtig, richtig cool zum Ansehen eigentlich. Und auf den anderen Flächen seit dem gesplitteten Verfahren mit Pulsar Harmony gefahren oder nur eine Anwendung? Nur eine Anwendung. Weil komischerweise, ich weiß nicht warum, Disteln waren letztes Jahr überhaupt kein Problem, weil normalerweise ist ja Distel bei uns so im Soja immer so ein Leitungkraut gewesen, aber das war diesmal überhaupt nicht der Fall. Ja, und deswegen war es dann nur dort notwendig, wo eben so Nester waren, sind wir eben einmalig, also es war großteils nur Pulsar und wirklich dort, wo stärkere Nester waren, haben wir Harmony noch dazugenommen, aber das hat sich in Grenzen gehalten. Also ich habe einen Großteil von meinem vorgekauften Nachauflaufherbizid vom Soja habe ich noch zu Hause vom letzten Jahr. Okay, und hast du einen Unterschied gesehen zwischen den Flächen, die im Nachauflauf behandelt worden sind und die nicht behandelte? Weil es ist ja so, dass diese Nachauflauf-Herbizidbehandlung beim Soja immer zu Wachstumsdepressionen oder zu einem verzögerten Wachstum führt. Hast du das auch beobachten können, dass die behandelte Fläche dann später war in der Entwicklung, wie die nur mit Totalherbizid behandelte? Mhm. Würde jetzt nicht so direkt sagen. Ich hab geschaut, dass ich auch mit der Aufwandmenge beim Pulsar, weil die Nester überschaubar waren und die Pflanzen noch nicht so dominant, bin ich nicht mit der vollen Aufwandmenge, die dann wirklich dem Soja eine quasi draufhaut, gefahren. Es war so, also diesen Effekt habe ich eigentlich auf alle Flächen, die ich behandelt habe, nicht gesehen. Vor allem ich war meistens nachts beim Pflanzenschutz, damit ich eben möglichst wenig Wasser nehmen kann und auf eine gute Wirkung komme. Und da habe ich eigentlich diese Effekte nicht gesehen. Das Einzige, wo ich es gesehen habe, eben auf dieser Fläche, wo ich nur das totale Herbizid am Anfang gehabt habe, ich habe es so, dass ich so quasi als Proteinabsicherung, vorher mit einem Mikronährstoffmix in der Blüte beim Soja und Stress zu Hause, also quasi viel Arbeit und man denkt nicht drauf, man hat die Spritze gewaschen, hat aber den letzten Rest nicht rausgelassen. Die letzte Behandlung war Pulsarbehandlung und dann fährt man quasi die erste Runde und denkt sich nichts dabei und 3-4 Tage später ist das Soja ungefähr am unteren Vorgewende einmal eine Bahn nach oben ziemlich verbrannt und schaut nicht recht glücklich aus und das hat sich auch nicht mehr ausgeglichen. Also quasi das waren so das untere Vorgewende und einmal entlang der Fläche quasi auf der Außenbahn bis ich ungefähr einmal halb im Kreis war,
hat man gesehen, dass der Soja teilweise was 20 Zentimeter oder 30 Zentimeter kürzer war als wie der Rest. Und der hat es auch nicht mehr aufgeholt. Also der war ziemlich beleidigt. Ja. Gut, wie ist dann weitergegangen? Ja, also Soja quasi ist dann angebaut gewesen. Der Mais ist ja bei uns sowieso in Direktsaat, eh schon lange, das haben wir eh besprochen, das ist auch letztes Jahr wieder so gewesen. Was dann bei uns direkt mit unserer Drille gekommen ist, wir haben die Scheiben noch getauscht, also den Soja, weil wir wussten, das ist eben eh so nicht ganz direkt, weil der Boden von der Mulchsaat noch locker war, das können wir mit den alten Scheiben auch noch machen, weil die doch schon ganz schön verschlissen waren, haben wir die dann getauscht. Weil eben dann für die Zwischenfrucht Aussaat eben wirklich in festen Boden und gewachsenen Boden gesät wurde, haben wir dann quasi so eine Generalsanierung dann vorgenommen, so Ende Mai, Anfang Juni, und alle Lager kontrolliert, eben alle Scheiben neu, Seeschare neu eingestellt, die Druckrollen hinten habe ich getauscht gegen so sternartige also Druckrollen hinten drauf, die den Seeschlitz zumachen, im Hinblick auf eine bessere Krümelung des Seeschlitzes und auch Aufbrechen der Seitenwandverdichtung. Das kam noch drauf und diverse andere Adaptionen. Also wir haben den Tank ein bisschen sie durchgeschaut, diverse Kleinigkeiten ausgebessert, Beleuchtung drauf und so weiter. Und dann kam eben die Zwischenfruchtaussaat, noch Gerste, Weizen und Roggen. Bei Gerste war es so, es hat direkt nach der Gerstenernte geregnet und wir konnten eigentlich 2 Wochen lang nicht auf die Fläche. Mich hat es dann gewundert, dass eigentlich zur Saat noch immer fast keine Ausfallgerste gekeimt ist. Es waren nur Distelflecken da, die haben wir behandelt und haben die Zwischenfrucht gesät und die hat sich eigentlich sehr gut etabliert. Auch bei Weizen und Roggen haben wir eigentlich nicht mal 24 Stunden nach dem Drusch die Zwischenfrucht gesät. Das ging sehr gut, weil da war es trocken, aber auch nicht zu trocken. Also der Boden war wirklich angenehm feucht fürs Säen. Also der hatte richtig, also es wirklich waren perfekte Bedingungen eigentlich, kann man sagen. Das Einzige, also und dann, ja, dann war es das eigentlich für den Sommer. Raps bauen habe ich, also einen Raps wollte ich dann im August noch sehen. Hätte ich so gemacht, wie ich es mir gedacht hätte, hätte ich jetzt auch Raps stehen am Feld. Es war dann nur so, ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der bei uns auch recht viel Raps macht, und habe gesagt, du, soll ich jetzt noch vor dem 15. oder vor dem 10. August anbauen, weil direkt sie ja sagen, ja, früher sehen und so hin und her, und geht, passt das für einen Raps, oder wie machst du? Und er hat gesagt, na, warte den nächsten Regen ab, und das geht dann schon. Ja, und dann hat's bis fast Mitte September geregnet bei uns, oder Anfang September war mal kurz ein Fenster, wo es gegangen wäre. Und ich wollte, das waren aber eh so frische Pachtflächen, die von der Bodenstruktur und von der Bodenbiologie nicht sonderlich der Wahnsinn sind bisher. Und zwar habe ich mich dann nicht drüber getraut und habe das Rapsaatgut einfach zu Hause gelassen und habe kurzfristig dann noch mit dem Streuer Zwischenfrucht gesät, wo jetzt Sonnenblume heuer hinkommt. Das war dann irgendwie, ja, glaube ich, eher keine schlechte Entscheidung, weil wenn ich mir jetzt anschaue, wie die Drille arbeitet, wenn es zu feucht ist, dann war das die richtige Entscheidung, dass ich dann den Raps verspätet nicht mehr angebaut habe. Also wenn ich es früher gemacht hätte, war das wahrscheinlich super, super gegangen. Aber ja, wie gesagt, ich hab dann irgendwie mich verleiten lassen, dass ich gewartet habe bis zum eigentlichen Mulchsaattermin. Und ja, jetzt probiere ich es heuer. Und das hättest du mit der gleichen Drille gemacht oder mit einer Direktsaat? Nein, das hätte ich mit meiner Drille gemacht. Also ich hätte das Rapsaat gut mit der Begleitsaat gemischt. Ich habe auch ich habe das Mischverhältnis mal ausgeregelt, habe mit diverse Berater gesprochen, wie das Mischverhältnis passt und so weiter. Hätte dann eigentlich zu mischen begonnen, habe dann aber noch mit meinem Kollegen telefoniert und dann eben beschlossen, dass ich es noch nicht mache, habe noch nicht gemischt und jetzt, ja. Und hätte es dann quasi in einer Tankmischung gesät. Aber okay. Und was ich aber dann eben eigentlich gemacht habe, vorher in Vorbereitung, ich habe genau auf die 2 Flächen habe ich Stroh verkauft, weil ich wusste eben bezüglich Hairpinning und flacher Ablage bei Raps und so, ist besser, wenn man Stroh abfährt.
Ja, war dann doch nicht so, aber ja. Beim Rest ist das Stroh am Feld geblieben und du hast dann schräg zur Getreideaussaat die Zwischenfrucht gebaut? Ja, das Stroh bleibt bei uns generell auf die Flächen. Das war nur so eben eine Überlegung für Raps und wo ich ja wahrscheinlich in Zukunft jetzt dann das weiter so betreiben werde und von dem dieser Pferdebetrieb dann auch wahrscheinlich Mist zurückbekomme. Es ist jetzt aber so, wie bei uns die Flächen, die bis auf die größeren Schläge lassen es nicht direkt zu, dass ich schräg zur Druschrichtung fahren kann, weil einfach die Proportionen der Flächen einfach zu klein sind oder einfach das sind noch zu viele Wendefahrten und ja, jetzt habe ich es in voriger Seerichtung oder in Druschrichtung die Zwischenfrucht gesät, hat eigentlich recht gut funktioniert, das Hairpinning hat eigentlich hat sie in Grenzen gehalten, also es war wenig Stroh im Seeschlitz, weil auch Gott sei Dank mein Drescherfahrer eben mit dem haben wir vorher gesprochen, ob er uns das ein bisschen höher dreschen kann, damit wir das eben mehr vermeiden können. Das hat dann eigentlich super geklappt, großteils. Außer bei der Gerste, da waren die Stoppel halt einfach so kurz, weil die Gerste jetzt schon ein bisschen durch den verspäteten Druschtermin ein bisschen sie geneigt hat und jetzt hat er sich dann nicht drüber getraut, dass er so hoch drischt. Werden wir heuer schauen, wie es heuer geht. Das, was wir dann nicht gemacht haben und was dann eigentlich das war, warum sie, also wo wir dann quasi die nächste größere Baustelle bei uns im System gefunden haben, war die Strohverteilung. Weil der Mähdrescher selber eben keinen Spreuverteiler hat, also der hat quasi nur einen Häcksler. Und durch die kleinen Flächen ist teilweise so, dass auch keine Beete gedroschen werden. Jetzt fährt der Drescher quasi raus, dreht um und fährt wieder in die nächste Bahn hinein. Und auf diesen Wendemanöver quasi wird halt am Vorgewende ziemlich dicke Menge an Häckselstroh verteilt auf einer schmalen Breite und genau der Bereich war dann der, wo die Zwischenfrüchte schlecht gestanden sind. Also das hat eigentlich sehr interessant ausgeschaut, die ersten 3 Meter, also wo die Drille ganz außen gelaufen ist, wo der Drescher nicht wirklich Häckselstroh hingeblasen hat, die war eben super schön, was Brust hoch oder so im Herbst und dann war so ein 6-7 Meter Streifen am Vorgewende, wo die Zwischenfrucht gleich wirklich einen halben Meter kürzer war und sehr schlecht stand. Und dann ging es wieder in die Höhe und in der Fläche drin war es wieder wunderschön. Und das war aber auch wieder vom Vorgewende zu Vorgewende unterschiedlich. Es gab auch Vorgewende, wo das nicht der Fall war, wo es einfach gleichmäßig war, wo das trotzdem funktioniert. Die kann es mir nicht erklären, warum. Und das war dann eben, vor allem bei Rockenstroh, dann waren da eben Teile am Vorgewende, wo gar keine Zwischenfrucht aufgekommen ist, weil ja, das ist irgendwie so 5 cm dicke Strohmatte, wo man dann sein Korn reinlegt und dann eben liegt das Korn im Stroh und nicht an der Erde. Und das versucht man heuer über verschiedene Versuche für uns eine Lösung zu finden. Also wir probieren es mit einer Wiesenegge, weil ich das vor einem deutschen Kollegen gesehen habe, der das so zum Verteilen nimmt, weil es auch günstiger ist als wie ein Strohstriegel. Und vom Reto Stocker habe ich Fotos und Anleitungen bekommen. Der hat sich auf seiner Direktsaatmaschine quasi einen Striegelbalken zum Runterklappen mit einem einfach wirkenden Steuergerät gemacht, wo quasi vor jeder Seereihe einfach nur ein Striegelzinken läuft, der nur dort, wo das Seeschau dann hinkommt, ein bisschen das Stroh wegräumt. Also nicht irgendwie das Stroh gut verteilt, sondern nur dort, wo das Seeschau dann kommt, ist weniger Stroh. Und das wäre für mich, glaube ich, vor allem als, weil mein Vater eben ein Bastler ist und das sehr gern macht, wird das für uns vielleicht einmal so eine Eigenbaulösung, wie es vom Reto die ist, werden, weil das sehr einfach umzusetzen ist und keine extra Überfahrt kostet. Und das war halt dann irgendwie, diese Strohverteilung hat dann eben das war das Hauptproblem, warum sie die Zwischenfrüchte teilweise am Vorgewende nicht so gut entwickelt haben. Gut, wie ist es im Herbst weitergegangen? Im Herbst war es so, also ein Großteil von unseren Zwischenfrüchte ist ja, bleibt bis zum Mais stehen im Frühjahr, beziehungsweise bis zu den Sonnenblumen.
Wir haben nur zwei Flächen, haben wir nach Getreide wieder Getreide gesät, weil ja, kommen wir dann wahrscheinlich eh später noch dazu, wir für einen Feldtag ein Kleegras anbauen müssen heuer und ich jetzt da bei der Fruchtfolge was rotieren habe müssen und jetzt da habe ich da quasi nach Gerste Weizen gesät im Planting Green, also ich habe das quasi in abfrostende Mischung, habe ich im, ich glaube am 6. oder 7. Oktober habe ich Winterweizen direkt in die Zwischenfrucht gedrillt und das gleiche habe ich einen Tag später mit Roggen nach Roggen gemacht. Also mit zwei unterschiedlichen Mischungen, also zwischen Roggen und Roggen, das war von Ursprung her geplant, weil wir einmal in der Fruchtfolge immer Roggen in Selbstfolge haben. Quasi wenn Roggen auf der Fläche kommt, kommen wir einmal noch Roggen und dann kommt wieder Mais oder Soja. Da stand eben eine Zwischenfrucht, die eigentlich auch für so Blending Green geeignet ist, also die hat viele Leguminosen gehabt, sicher abfrostend und eine, die viel Biomasse macht. Die Saat ging sehr gut, also die Ablage war super. Was mir aufgefallen ist, eben genau an diese Stellen, die ich vorher angesprochen habe, wo die Zwischenfrucht schlecht war, weil am Vorgewende so dicke Strohmatten waren, dort hat die Drille extrem geschmiert, obwohl in der Fläche der Boden abgetrocknet war. Also quasi dort, wo die Zwischenfrucht normal quasi stand, also schön gewachsen und so weiter, dort war der Boden durch die Zwischenfrucht eher trockener und eigentlich also richtig schön mürbe. Also so wie man bei uns ein gut abgelegenes Saatbett haben will. Die Drille hat super reingeschnitten, hat das Korn perfekt abgelegt. Die Rückverfestigung hat super funktioniert und so weiter. Und genau an den paar Stellen, wo eben diese Strohhaufen waren, wo die Zwischenfrucht schlechter stand, dort war der Boden richtig nass und schmierig. Also weil diese Matte quasi den Boden richtig versiegelt hat. Also da ist die Feuchtigkeit, glaube ich, seit dem Sommer, und wir hatten auch einen sehr nassen September, ist die wirklich drunter gehalten gewesen und hat den Boden richtig aufgeweicht. Jetzt bei den Beständen selber, zumindest beim Weizen kennt man keinen Unterschied mehr, beim Roggen schon. Aber da kommen wir dann eh noch dazu, wenn wir über das Frühjahr reden. Also ich hab jetzt die letzten zwei Wochen einiges am Feld verbracht und mir die Bestände gut angeschaut und auch meine eigenen Schlüsse aus den Entwicklungen der Bestände gezogen. Aber das Planting Green selbst ist ein richtig cooles Verfahren, muss ich sagen. Also wir hatten nur das Problem, dass bei der einen Mischung, wo eben Weizen kam, war, dass eben eine Mischung, die eigentlich geplant wäre, wo Soja folgen sollte. Also das war eine Zwischenfrucht, die wirklich ein hohes Zehnverhältnis hat und quasi nur Masse machen soll und eigentlich geplant gewesen wäre, im Herbst mit der Walze das umzulegen, damit die dicke Mulchschicht ist und vielleicht eine zwei Stufen Zwischenfrucht daraus zu machen, aber eben nicht Weizen. Und da kommt jetzt das Problem, das ist nämlich eine Zwischenfruchtmischung, wo ein extrem hoher Rauchhaferanteil drin ist. Und wie man ja weiß, ist der sehr allelobatisch. Und wie ich auch von Direktsaat-Kollegen wusste, kann das sehr heikel werden, wenn du Weizen in einer Zwischenfrucht siehst, wo viel Rauhafer ist, weil dann kann es sein, dass rund um eine Rauhaferpflanze kein Weizen mehr steht. Und da habe ich eben vorher schon mit einem Herbizid eingegriffen, also ich bin da quasi, das war quasi Planting Green mit Totalherbizid und der Roggen nach Roggen in die sehr leguminosenhaltige abfrostete Zwischenfrucht war herbizidfrei bisher. Also es gab eine Herbstbehandlung, aber ob die notwendig war, bin ich mir auch nicht sicher, das war eben so zur Absicherung, weil wir doch mit dem Windhalm öfter mal Probleme haben. Aber da war zumindest kein Glyphosat notwendig und wir haben da eben den Roggen super schön etabliert bekommen bisher. Und in der anderen Fläche, wie zeigt sich das jetzt, das Problem mit dem Sandhafer oder möglicherweise diese Ursache? Mit Sandhafer, das ist eben das Lustige, das ich mir nur nicht ganz erklären kann. Ich war jetzt eben, wie gesagt, auf die Flächen öfter draußen, habe Bodenproben auch gezogen auf einen Teil der Flächen wieder. Und hab mir das genau angeschaut und irgendwie,
es ist so, dass ich eigentlich erwartet hätte, dass der Weizen schlechter aufkommt, weil die Zwischenfrucht ein extrem hohes Zehenverhältnis hat und teilweise Rauhafer stark drin stand und ich mir nicht sicher war, ob ich den früh genug abgetötet habe, damit der keinen Schaden mehr macht und so weiter. Und eigentlich dachte ich bei der Roggenfläche, dass da alles geritzt ist, also dass das eigentlich ein Selbstläufer ist. Und jetzt ist genau umgekehrt. Der Weizen steht wunderschön, bis auf, ja, Mäusenester, aber das ist heuer bei uns überall, egal welches Beäutungssystem, aber Mäuse gibt's heuer ohne Ende, wenn man durch ganz Niederösterreich fährt. Abgesehen von dem steht der wunderschön, hat jetzt seine Andüngung bekommen, die Mulchschicht ist schön zu Boden gedrückt und er hat sich super entwickelt. Auch auf den schlechten Stellen, wo die Zwischenfrucht eigentlich schlecht war oder wo die Zwischenfrucht auch schlechter stand, weil von Mähdrescher auf einer Teilfläche, die sehr sehr hohe Bodenschwere hat, also sehr lehmiger Anteil, auch von den Drescherspuren, die in der Zwischenfrucht sichtbar waren, das ist jetzt alles weg eigentlich. Auch mit der Bodensonde kommt man super bis 90 cm durch. Und der Weizen gefällt mir sehr gut. Beim Roggen ist es allerdings so, der Roggen steht, er wächst jetzt etwas besser, er hat im Herbst sehr schlecht bestockt, ich hoffe, dass er das noch aufholt. Da ist aber so, dass das untere Vorgewände, weil da eben extrem dicke Matte aus Roggenstroh war und auch die Zwischenfrucht nicht so gut stand, der Roggen hat sich schlecht entwickelt, also das untere Vorgewände ist nicht schön, das obere schon. Und in der Fläche wird es jetzt besser, weil man auch den Roggen jetzt besser sieht. Ich bin im ersten Jahr wahrscheinlich ein Direktzieher, der das schon ein paar Jahre macht, ist da deutlich entspannter und weiß sowieso, dass man die Fläche erst irgendwann im April anschauen darf, weil es dann nach einer Kultur ausschaut. Es ist aber so, dass der Roggen in der Fläche sich jetzt auch besser entwickelt, aber deutlich langsamer als der Weizen. Und im Herbst, die Herbstentwicklung auch deutlich anders war, obwohl ich das genau umgekehrt erwartet habe, weil es eben eine sehr leguminosenlastige Zwischenfrucht war. Also da war ein Riesenanteil Erbsen drin, Alexandrinerklee, Wicke. Und ich habe eigentlich erwartet, wie gesagt, dass das ein Selbstläufer ist, dass vor allem durch enges Zehenverhältnis der Zwischenfrucht, dass da schnell Stickstoff da ist, dass der schön aus dem Winter kommt und dann gleich wegstartet. Und irgendwie ist jetzt genau umgekehrt, die Zwischenfrucht, die ein hohes Zehenverhältnis hatte beim Weizen, die ist teilweise schon sehr gut abgebaut, auch von der Bodenbiologie, also man sieht sehr viele Regenwurmhaufen und die Zwischenfruchtmatte ist teilweise schon sehr dünn, obwohl da viel Biomasse stand und dort beim Roggen, wo ich eigentlich erwartet habe, dass das viel schneller geht, weil es ein enges Zehenverhältnis hat, die ist extrem dick und der Roggen kommt sehr schwer durch. Und jetzt kommen wir zu dem Unterschied, auf den ich es einfach nur runterbrechen kann, weil es die einzige Maßnahme ist, außer dem Einsatz des Totalherbizids gegen die Zwischenfrucht, dort ist gewalzt worden beim Weizen und beim Roggen nicht. Beim Weizen ist direkt nach der Aussaat gewalzt worden. Genau. Mit der Cambridge-Walze. Einfach weil die Zwischenfrucht dort irgendwie nach dem Sehen nicht so schön zu Boden gedrückt wurde von der Drille, wegen den Komponenten wahrscheinlich. Und dort, wo Roggen hinkam, das wurde von der Drille einfach wirklich, da war die Matte schon da stand nichts mehr in die Höhe. Und deswegen habe ich dort eigentlich auch nicht gewalzt, weil ich mir gedacht habe, das ist nicht notwendig. Und das ist jetzt irgendwie der Unterschied, auf den ich es runterbrechen kann, was ich an Maßnahmen gesetzt habe, was meiner Meinung nach jetzt den Unterschied bringt. Ich kann es aber noch nicht genau erklären, warum, weil ich bin aber auch nur drauf gekommen, weil ich eben mit Mickelhofer Franz und mit Gnauer Hans letzte Woche erst genau über das Thema geredet habe. Wir sind durch Zufall drauf gekommen, weil der Hans gesagt hat, er hat für irgendeine TV-Sendung oder irgendwas vom Ministerium, für ein Video, war da ein Filmteam bei ihm, eine Woche bevor er den Weizen gesät hat, Planting Green. Und er ist irgendwie eine Bahn oder so, oder war also 20, 30 Meter mit der Drille, wie wenn er sehen würde, in den Bestand reingefahren und wieder zurück. Und dort ist quasi eine doppelte Überfahrt passiert mit diesen schweren Druckrollen und so von seiner Sky. Und genau der Bereich ist jetzt der Weizen deutlich schöner als der restliche Weizen.
Und beim Winkelhofer Franz ist genauso. Er hat gesagt, seine Bestände, wo er eben mit der Campbell-Schwalze nach der Saat gefahren ist beim Planting Green, die sind deutlich schöner als wie die, wo nichts passiert ist. Und dann bin ich eigentlich, dann hat es bei mir so Klick gemacht und habe gedacht, ey, das war ja bei mir genauso. Also der Weizen wurde gewalzt und der Roggen nicht. Das heißt, vielleicht möglicherweise ist das sozusagen durch das Walzen regt die Biologie und den Abbau und da kommt das Material näher zu dem, wo es näher zum Boden oder zur Biologie, wo es abgebaut wird. Das könnte vielleicht ein Erklärungsversuch sein. Genau, man hat vielleicht, weil es ja auch die Drilltechnik bei mir zum Beispiel jetzt nicht das High-End-Gerät ist, vielleicht dann noch besser Rückverfestigung des Saatguts. Kann auch sein. Aber das heißt, und das heißt, die Alleopathie, die hast du nicht feststellen können. Das ist ja auch oft ein Thema, das oft verwendet wird, um irgendwas zu erklären, aber sehr schwierig wirklich messbar ist, weil es so komplex ist. Ne? Da wäre dir jetzt bei dir nichts aufgefallen in der Richtung. Nein, eben nicht, weil ich früh genug eingegriffen habe und weil ich mir dem bewusst war. Weil eben auch die beim Roggen die Zwischenfrucht eben auch keinen Hafer enthalten hat. Ja. Und die andere schon, und jetzt dachte ich mir, das ist schon ein hoher Anteil Rauhafer, glaube ich, in der Mischung. Da sollte ich, glaube ich, eingreifen. Ja. Und die Aussaat, wann war die? Vom Roggen und Weizen? Also beides gleich um den Anfang Oktober? Genau, bei mir ist eigentlich egal welches Getreide, die Aussaat ist immer ziemlich alles in einer Woche. Also ich beginne immer mit der Gerste, dann kommt der Roggen und dann kommt der Weizen. Das ist immer meistens alles in der ersten Oktoberwoche, je nachdem, wann ich mit dem Drusch fertig werde, weil bei mir kommt eigentlich nur nach Leguminosen das Getreide oder nach Getreide. Und nach Weizen kommt nach Mais kommt bei mir immer das Soja. Und deswegen, wenn ich mit der Sojaernte fertig bin, beginnt bei mir der Herbst, die Herbstaussaat. Also voriges Jahr habe ich am 7. Oktober, glaube ich, habe ich Soja gedroschen und am 8. Oktober habe ich mit der Aussaat begonnen. Also die erste Kultur eben dann Wintergerste. Und die war, also Wintergerste war bei mir nach Soja. Und der Großteil vom Roggen auch. Nur eben die zwei Schläge waren dann eben Planting Green. Okay, das heißt, die Zwischenfrüchte waren so Anfang Oktober schon weitgehend im generativen Wachstum. Genau. Also, okay, verstehe. Und dann ist der nächste Schritt war dann Maisernte und Grünschnitt Roggen. Genau. Also, und eben die Kulturen nach dem Soja, die in Direktsaat dann noch passiert sind. Also das war eben Roggen und also Linienroggen und Wintergerste. Die habe ich eben am Tag nach der Sojaernte gleich angebaut. Das war Aussaatbedingungen top. Also in Sojastoppel geht es ja generell super, weil der Soja super Bodengare hinterlässt und die Drille eigentlich auch perfekte Bedingungen vorgefunden hat. Also es war nicht zu feucht, ich habe nicht irgendwie warten müssen. Und ja, die Aussaat ist dann eigentlich super gegangen, die Bestände gefallen mir jetzt sehr gut. Ich habe nur im Vergleich zu den Vorjahren, weil ich eben noch zu wenig Erfahrung hatte, bin ich mit der Saatstärke etwas nach oben gegangen. Also normalerweise war bei mir Wintergerst irgendwas mit 230 Körner oder so, habe ich die angebaut, so Anfang Oktober. Und ich bin jetzt auch mit derselben Sorte auf 270 Körner gegangen, weil ich mir eben das anschauen wollte, wie sich das entwickelt mit dem breiteren Einabstand. Also vorher hatte ich ja 12,5, jetzt habe ich 18. Habe extra geschaut, dass ich eine bestockende Sorte habe, weil ich das auch in Direktsaatkreisen schon öfter gehört habe, dass wenn man breitere Reinabstände hat, dass man dann eher auf Bestandestypen anstatt auf Ehrentypen gehen soll. Beim Weizen habe ich es auch so gemacht. Und beim Roggen funktioniert es sehr gut. Also ich habe da die Liniensorte Ducato und die ist ja sehr, sehr gut bestockend. Also die hat den Boden schon sehr gut abgedeckt, die Wintergerste jetzt eigentlich auch schon. Das Einzige, was gewöhnungsbedürftig ist, wenn man vorbeikommt, quasi wenn man in die reinschaut,
sieht man die super, die Bestände sehen top aus, aber wenn man von der Seite vorbeifährt und quasi schräg reinschaut, sieht man nur die Sojastoppel mit grünen Pflaumen und dann sieht das extrem hässlich aus oder so sehr undicht und ungleich, aber das ist es nicht. Also das ist irgendwie so eine optische Täuschung. Also das ist auch was, wo man sich dran gewöhnen muss, vor allem auch, wo sich der Senior-Part dran gewöhnen muss. Aber sonst heißt es ja nicht Ugly Farming, ne? Genau, so Ugly Farming, ja genau. Du hast aber anfangs gesagt, alles in Direktzeit, also so ist es bei uns noch nicht. Wir haben ja gesagt, wir gehen nicht komplett gleich auf Direktzeit, weil man eben nach den Punkten von Rolf Derbsch, die wir auch besprochen haben, eben auch draufsteht, man soll am Anfang eben mal einen Teil umstellen. Wir haben es jetzt so gemacht, dass wir eben überall dort Direktzeit gemacht haben, wo wir uns sicher waren, dass der Boden das hergibt oder dass die Bodenbiologie passt, der Zustand des Bodens, also keine unnötigen Spuren drin, gute Saatbedingungen. Dann haben wir eben Direktzeit angebaut und das ist dann auf das rausgelaufen, dass es dann doch schon 80% der Fläche waren, die oder 70% in Direktzeit von den Herbstkulturen waren. Also quasi, wir haben zwei Rockenflächen, das sind jetzt insgesamt 1,5 Hektar nur, die haben wir einmal gegrubbert und dann ganz normal, also im Mulchsaat angebaut. Nach Mais war es so, das haben wir auch im Podcast besprochen, dass die Flächen eben teilweise noch durch Erosionen in der Zwischenfrucht davor teilweise Erosionsrinnen drin hatten, die wir eben geerbt haben von darüberliegenden Flächen und so weiter, die haben wir eben alle jetzt im Mulchsaat angebaut. Also wir haben quasi die Stoppel einmal gegrubbert und haben dann wir haben quasi den Kreiselgrubber, den wir hatten von der vorigen Seetechnik, den haben wir nicht verkauft. Und auf die haben wir uns eine mechanische Zwischenfrucht-Seekasten aufgebaut. So ein Hatzenbichler, der mich eben nur mit so Prallbleche, wo das runterläuft, mit dem er ja bisher auch die Herbstzwischenfrüchte, also den Grünschnittrocken, meistens eigentlich sehr mit Erfolg angebaut haben wir jetzt direkt auf den Kreiselgrubber aufgebaut und mit dem haben wir dann die Zwischenfrüchte im Herbst jetzt gesät, was sich meiner Meinung nach jetzt super gut so entwickelt hat und auch genau das ist, dass ich jetzt für die folgende Weiterführung im Direktzeitsystem dann benötige, weil die Flächen eben sind durch den Kreiselgrubber. Nicht so, wie es eben voriges Jahr war, dass eben durch die Grubersaat der Boden so uneben war, dass im Frühjahr mit der Kreiselecke da in Staub rumwühlen musste, damit die Fläche eben wird und die Drille gut arbeitet. Und diese Bedingungen haben wir heuer nicht so. Also, weil eben der Boden schön gleichmäßig eben jetzt eingeebnet wurde und das ist ja auch ein Punkt, der eben auf der Liste vom Rolf draufsteht, dass man die Flächen, bevor man beginnt, einebnen soll. Hast du wieder experimentiert oder gearbeitet mit zweistufigen Zwischenfrüchten vor Mais, also dass du was Winterartiges reingestreut oder gebaut hast? Ja, habe ich. Wir haben ja drüber gesprochen im letzten Podcast und ich glaube, wir haben sogar an dem Tag telefoniert, wegen dem heutigen Termin im November schon eigentlich. Und da hast mich du genau an dem Tag angerufen, wie ich gerade eben zu drillen begonnen habe. Das war am 2. November, glaube ich. Da habe ich die letzte Kultur auch angebaut. Also ich habe Gemenge aus Wintererbsen und Grünschnittrocken zur eigenen Zwischenfruchtvermehrung auf einer eher schlechteren Fläche im Planting Green ausprobiert. Da haben wir ja auch im Podcast gesprochen über diese Streusaat mit dem Pneumatikstreuer. Und da habe ich eben, das ist eigentlich ein doppelter Versuch dann gewesen. Ich hab kurz nachdem wir das Podcast aufgenommen haben, in hochgedroschene Rockenstoppeln, sehr günstige Zwischenfrucht aus Buchweizen, Ramtilkraut, Linsen und Senf, hingestreut und mit dem Mulcher quasi nur das Stroh drüber gemulcht und die hat sich super toll entwickelt und in die habe ich dann im Blending Green Verfahren die Wintererbsen mit dem Grünschnittrocken angebaut. Da es bei uns ja etwas kälter ist, kommen die rein erst richtig raus jetzt, also den Bestand muss ich mir erst anschauen, wie sich der entwickelt. Bin schon gespannt, ob da auch druschbare Erbsen rauskommen, wenn nicht, war es ein Versuch.
Und der Plan ist, dass die Wintererbsen geerntet werden, sozusagen. Der Plan ist, dass die Wintererbsen geerntet werden. Genau, genau. Also das sind quasi großblättrige Wintererbsen, also die Sorte EFB33, die kennen eh viele eigentlich, in Direktsaatkreisen für Biomasse bringende Winterzwischenfrüchte, und von der habe ich mir jetzt jemanden Hektar angebaut, um sie mir selbst als Zwischenfruchtsaatgut zu nutzen. Es ist jetzt, und die habe ich eben an dem Tag da im Anfang November noch angebaut. Ich habe dann noch etwas im Tank gehabt und habe dann auf zwei Flächen, also auf der einen, wo wir dieses größere Projekt mit Bodenleben haben, wo ich sowieso eine Teilfläche immer etwas anders bewirtschaften muss, habe ich ja zwei Stufen Zwischenfrucht eben angelegt in die abfrostende Mischung, habe da eben den Grünschnittrocken mit Erbsen gesät und dann noch 6 Meter breite oder 12 Meter breite Parzelle in einer anderen Zwischenfruchtfläche, wo jetzt Mais hinkommt. Okay. Und dann ist es ruhig geblieben und morgen ist der erste Schritt wieder geplant fürs Frühjahr. Genau. Also morgen kommen Ackerbohnen in den Boden. Also da habe ich wieder eine kleine Fläche, wo jetzt da Gemenge aus Winterrübsen und Grünschnittrocken steht, und da kommt, das sind 0,8 Hektar, da kommen so Ackerbohnen hin, die dann für Rapsbegleitsaat und Zwischenfrucht genutzt werden soll. Okay. Jetzt haben wir schon ein paar Mal kurz angeschnitten das Thema, dass auf deinen Flächen ein Feldtag geplant ist. Das ist ja nicht irgendein Feldtag, und vielleicht sagst du noch kurz was, welche Schritte ihr davon schon gesetzt habt. Ihr habt ja da schon auch mit Drohnen, außer wenn ich das richtig mitbekommen habe, gearbeitet. Mhm. Also 2024 vom 4. bis 6. Juni, also quasi in ungefähr nicht ganz 1,5 Jahren, findet Soil Evolution bei mir im Betrieb statt, also das Festival des Bodens, das wir eben im letzten Podcast auch besprochen haben, das in Baden-Württemberg letztes Jahr war, und quasi wir haben jetzt diesen 2-Jahres-Rhythmus doch jetzt durchgezogen, nicht so wie ich es im letzten Podcast, wo es noch in der ursprünglichen Planung so war, dass wir quasi einmal schon im nächsten Jahr machen und dann erst alle 2 Jahre, aber das haben wir planungstechnisch einfach, ist das nicht umsetzbar. Machen wir es dann eben nächstes Jahr und dann eben alle 2 Jahre. Und da habe ich eben die 2 Flächen vorm Haus, werden da eben als Ausstellerfläche und als Parkfläche genutzt. Und eine dritte Fläche in der Nähe, die wird dann noch als Vorführfläche für für Planting Green von Sojabohnen mit verschiedenen Direktsaatmaschinen wird es da eine Vorführung geben, während des Feldtages oder während Soil Evolution, und da wird dann eben, dass wir eben auch diesmal Live-Vorführungen dabei haben und nicht, wie es in Groundswell auch ist, nicht nur Vorträge und Workshops. Und da wir eben für die Flächen Kleegas brauchen, um eben halbwegs festen Boden zu haben, um für die Ausstellerfläche und so weiter, habe ich das Kleegras jetzt als Untersaat geplant. Wir haben das im Februar mittels Drohne angelegt und werden das jetzt einmal beobachten, wie sich das entwickelt. Also da war der Michael Treibelmeier von Blickwinkel Agrarservice war bei mir mit der Drohne, mit der großen Agrardrohne, und hat da eben Untersaatmischung mit mehreren Komponenten in den Weizen und in die Gerste gesät. Und also wir haben das auch gleich als Schneesaat ausprobiert, was dann eigentlich wahrscheinlich sehr gut gepasst hat, weil der Schnee kurz drauf geschmolzen ist und dann das Saatgut mit genug Feuchtigkeit auf den Boden gebracht wurde. Die Entwicklung selber muss ich jetzt beobachten, weil es ist jetzt das extrem trockenes Frühjahr bei uns auch, also obwohl wir sind das ja so nicht gewohnt. Wir sind jetzt in Summe vielleicht bei 50 Liter in zwei, nicht ganz 3 Monaten, und normalerweise sollten wir jetzt schon jenseits der 200 sein. Also werden wir sehen, wie sich die Untersaat entwickelt. Der Boden drunter bei den Direktsaatböden ist traumhaft feucht noch, also von dem sollte es passen, aber die Oberfläche ist halt trocken und die Mulchschicht drüber, deswegen haben wir das als Versuch einmal angelegt mit der Drohne, und
weil es ja auch vom Feldtag übernommen wird, die Anlage. Also deswegen habe ich den Versuch gewählt, um auch wieder Erkenntnisse zu generieren. Wenn es nicht funktioniert haben sollte, kann ich noch einen Drusch noch immer im Sommer Kleegras mit der Direktzapfmaschine anbauen und es ist noch immer genug Zeit, damit es schön anwurzelt. Aber prinzipiell hat mir das System mit der Drohne sehr gut gefallen, weil die Flächenleistung ist ein Wahnsinn. Und genau für so Sachen, wo ich eben im Frühjahr, wo die Böden noch von der Befahrbarkeit ein Problem sind, bei mir ist auch das Problem, dass ich auf straßennahen Flächen meistens so Schneewächten stehe habe, wo man eben mit dem Traktor dann auch nicht rein kann in die Fläche, selbst wenn es trocken wäre, fliegt die Drohne einfach drüber und streut es hin. Und der ist dann mit 5 Meter Arbeitsbreite ungefähr 4 Meter über den Bestand geflogen und hat das super schön verteilt. Also die Verteilung vom Saatgut war wirklich ein Traum. Jetzt bin ich gespannt, wie sich es entwickelt. Und die Feuchtigkeit ist ja zu dem Zeitpunkt ja auch eher nicht das Problem im Normalfall. Ne? Wenn man das im Sommer kann es ja schon problematisch sein, vor allem im Trockengebiet, wenn es dann nachher einfach nicht regnet, aber das glaube ich, dass das gerade für so Untersaatgeschichten ganz gut auch und einfach ist, ne? Weil gerade technisch, wie würdest du das sonst technisch lösen? Außer du hast vielleicht so ein bisschen mit Pneumatikstreuer vielleicht. Ja. Ne? Aber da müsste ich aber auch wieder rein können in die Fläche. Ne? Mit Pneumatikstreuer und habe wieder Spuren drinnen. Was ich jetzt gespannt bin auf die Entwicklung der Untersaat ist einfach auf auch nach den Gegebenheiten mit doch höher Ertragslage. Also bei Weizen sind wir auch, eben bei Malweizen oder Futterweizen irgendwo 8-9 Tonnen. Wintergerste auch irgendwo bei den 8 Tonnen. Und so zweizellige Wintergerste, die lässt nicht wirklich Licht zum Boden. Und wir haben ja vor 4 Jahren haben wir schon Versuche mit Untersaat in der Wintergerste gemacht, aber nur auf Kleinparzelle. Und die hat sich gar nicht entwickelt. Also die ist auch angekeimt, das haben wir gesehen, das hat super ausgeschaut. Und sobald der Bestand dicht war, war die Untersaat weg. Und also ich hatte dann wirklich Untersaat nur in der Parzelle, wo ich gesät habe, in den Fahrgassen, weil dort Licht war. Beziehungsweise auf einer mini kleinen Ecke, wo die Sämaschine quasi beim zu spät abgesetzt hat, beim Sehen und dann eben da auf ein kleinem Stück kein Gerstensack gut hinkam. Und da war die Untersaat auch schön, aber im Bestand war sie nicht da. Also jetzt bin ich gespannt, wie sich's diesmal entwickelt. Ja, es gibt ja Studien, die zeigen, dass das korreliert. Je höher das Ertragspotenzial ist, desto schlechter die Entwicklung der Untersaat und umgekehrt. Mhm. Da sind wir gespannt. Also das heißt, wir haben in einem Jahr oder ein bisschen über ein Jahr die Soil Evolution ganz in meiner Nähe. Das heißt, ich brauche nicht weit fahren, muss nicht schlafen. Da können wir die erste Werbung für Soil Evolution 2024 machen. Genau. Na gut, also Josh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir können, wenn du das möchtest, ich glaube, das ist sicherlich interessant, dass wir in den nächsten Monaten wieder mal aufnehmen und schauen, wie es bei dir weitergeht. Ich wünsche dir ein erfolgreiches Frühjahr und bis bald. Danke, ebenfalls auch den Zuhörern ein erfolgreiches Frühjahr und hoffentlich bald mal Regen. Genau, danke. Rethink Agriculture. Von Farm to Farm. Der Podcast für deinen Boden.